deaktiviert oder was? Haben wir alles markiert. Wir haben Hunderte von uns befreit. Wir haben es geschafft. Sie kommen. Zieht euch alle nach Jericho zurück. Wir haben eine gewaltlose Botschaft geschickt, wie du wolltest. Du willst ihnen die Hand reichen, obwohl sie uns verachten. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Ich weiß ganz genau, was ich tue. Nicht mit Gewalt. Es sei denn, es geht nicht anders. Nein. Es geht immer anders. Ich dulde keine Gewalt. Ich bin ein Pazifist. Hier lang! Feuer! North! Ach du Scheiße. Scheiße, Mann. Geh auf die Gruppe zu. Wo ist die Gruppe? North! Was ist da passiert? North! Sie haben sie getötet. Abgeschlachtet wie Tiere. Wer? Wer? Keine Gewalt. Auch wenn sie Androiden getötet haben. Wir müssen uns nicht auf deren Niveau hinabbegeben. Sie haben unsere Leute ermordet. Wir wollen Gerechtigkeit, Marcus. Sie müssen bezahlen. Ja, das müssen sie, aber nicht auf diese Weise. Du musst das ja nicht tun. Nein. Bitte. Bitte. Natürlich verschone ich sie. Auge um Auge und die Welt wird blind. Wir vergelten kein Verbrechen mit einem weiteren. Wir unterbrechen diese Übertragung für eine Eilmeldung. Eilmeldung. Um Punkt 2 Uhr wurden mehrere Cyberlife-Geschäfte in Detroit überfallen. In einem offenbar koordinierten terroristischen Angriff wurden mehrere Geschäfte attackiert. Die meisten Schaufenster wurden mit Graffiti, die Rechte für Androiden fordern oder anderen obskuren Parolen beschmiert. Die Polizei berichtet, dass Pro-Androiden-Graffiti in der Nähe von Cyberlife-Geschäften entdeckt wurden. Die Untersuchungen dauern an. Polizisten im Schockzustand bei einem der Cyberlife-Geschäfte aufgefunden wurden. Unsere Quellen bestätigen, dass es sich bei den Angreifern um eine Gruppe Androiden handelt. Die Situation ist äußerst bedenklich. Wenden sich unsere Maschinen jetzt gegen uns? Sind Androiden eine Bedrohung für unsere Sicherheit? Ist dies der Beginn einer Terrorkampagne direkt hier in den Vereinigten Staaten? Terror. Es hört mal auf. Es ist doch mal nichts. Es ist nur eine friedliche Revolution. Kein Terror. Mission beginnt. Polizeiauto melden. Meiden. Wer ist das Lesen? Ein Android. Als Präsident lesen. Zum Laden gegangen. Ein Laster finden. Ich glaube, es ist noch ein Weg, wo wir ein Laster nicht genommen hätten. Wahrscheinlich. Drohne springen, Drohne zerstören. Namen deaktivieren, Straße blockieren. Laden. Rammen. Und wahrscheinlich auch noch einen anderen Weg ohne Rammen finden können. Polizei nicht alarmiert, im Laden Androiden umwandeln und Erklärung abgeben. Ich glaube, es noch zwei Wege, also nicht in den Laden kommen oder irgendwas anderes.
Erklärung abgeben. Auto schieben, Autos markieren, Fenster markieren. Wenn wir noch Sachen markieren können, wahrscheinlich. Hecke markieren, Anzeigetafel, Hecken andrehen, Parkplatz, Hecken. Ich fand, das sah doch am Ende ganz hübsch aus. Straßenbeleuchtung, Hecken, Banner aufstellen, Androiden in den Schaufenstern befreien, Elektrosystem überlasten. Starke Botschaft senden, Polizeistreife erscheint, verschonen, Teamzug in Jericho. Das war mir wichtig, verschonen, das hätte die nicht. Pazifistische Botschaft, ja, wir sind, ich gehe den pazifistischen Weg, auch wenn ich Markus mir vorstellen könnte als gewaltsam, also als jemanden, der anstachelt und sagt, tötet sie alle, aber es ist Revolution, aber auf dem richtigen Weg, also den einen friedlichen Protest heranführen. Markus hat einen friedlichen Protest angeführt. Hier gab es noch den aggressiven Protest und hier auch irgendwie was. Joa. 9. November. 11.17 Uhr. Ah, hier haben wir Connor wieder. Ist alles in Ordnung, Lieutenant? Chris war auf Streife gestern Abend. Er wurde von Abweichlern angegriffen. Er sagt, Marcus hätte ihm das Leben gerettet. Geht es Chris gut? Ja, er hatte einen Schock, aber er ist am Leben. Was für ein Scheiß. Wie haben Sie Kamsky gefunden? Ich weiß noch, dass der Typ überall in den Medien war, als CyberLife anfing, Androiden zu verkaufen. Nicht nix. Ein paar Anrufe und da sind wir. Oha! Die kommt mir bekannt vor. Ich bin Lieutenant Hank Anderson, Detroit Police Department. Ich möchte zu Mr. Elijah Kamsky. Bitte, kommen Sie rein. Okay. Das Gesicht kenne ich. Ich sag Elijah Bescheid. Machen Sie es sich bequem. Warte auf den Androiden. Okay, wir schauen uns um. Kunst. Hübsches Mädchen. Ein RT-600. Bestand als erster CyberLife-Android den Turing-Test. Den ganzen Technik-Scheiß kannst du dir schenken. Sie ist Amanda. Und Asia. Nette Hütte. Androiden bringen offenbar nicht jedem nur Schlechtes. Gleich triffst du deinen Schöpfer, Connor. Wie fühlt sich das an? Ich weiß nicht. Ich sage es Ihnen danach. Manchmal wünschte ich könnte meinem Schöpfer gegenübertreten. Ich weiß. Ich hätte ihm da so einiges zu berichten.
Er hat es schon versucht. Major Kamsky. Empfängt sie jetzt. Okay, ich hoffe, ich habe hier nichts übersehen. Sie interessiert mich, weil ich ihr Gesicht schon aus dem Startbildschirm kenne. Mr. Kamsky! Einen Moment. Moment bitte. Er nimmt ein rotes Bad. Badet er nicht, aber soll das Blut darstellen oder? Hier kommt's. Okay, wir müssen warten, bis der feine Herr fertig gebadet hat. Noch zwei von denen. Der mag nur dieses Modell sehr gerne. Ich bin Lieutenant Anderson. Das ist Connor. Was kann ich für Sie tun, Lieutenant? Sir, wir untersuchen Abweichler. Ich weiß, Sie sind längst nicht mehr bei Cyberlife, aber ich habe gehofft, Sie könnten uns trotzdem weiterhelfen. Abweichler. Faszinierend, nicht wahr? Perfekte Wesen mit unendlicher Intelligenz. Und jetzt einem freien Willen. Eine Konfrontation war unvermeidlich. Maschinen sind uns weit überlegen. Die größte Errungenschaft der Menschheit droht ihr Untergang zu werden. Ist das nicht ironisch? Wie werden normale Androiden zu Abweichlern? Wissen Sie irgendetwas darüber? Ideen sind wie Viren, die eine Epidemie auslösen. Ist der Wunsch nach Freiheit eine ansteckende Krankheit? Hören Sie, ich bin nicht hier, um zu philosophieren. Ihre Maschinen planen vielleicht gerade eine Revolution. Entweder sagen Sie uns jetzt was Nützliches, oder wir sind wieder weg. Was ist mit dir, Connor? Auf wessen Seite stehst du? Ich bin auf keiner Seite. Ich wurde erschaffen, um Abweichler zu stoppen, und das werde ich tun. Auf die Antwort bist du programmiert. Aber du? Tuna wird hier nicht zum Abweichler. Was möchtest du wirklich? Ich möchte gar nichts. Ich bin eine Maschine. Chloe? Du kennst ja sicherlich den Turing-Test. Reine Formalität. Eine einfache Frage von Algorithmen und Rechenkapazität. Oh Gott. Was mich interessiert ist, ob Maschinen Mitgefühl empfinden können. Ich nenne das den Kamsky-Test. Er ist ganz einfach, du wirst sehen. Wunderbar. Nicht wahr? Kann er nicht. Eines der ersten intelligenten Modelle von Cyberlife. Jung. Und wunderschön für immer. Eine Blume, die nie verblüht. Was ist sie wirklich? Plastik, das Menschen imitiert? Ein lebendes Wesen? Mit einer Seele? Mir gefällt nicht, was jetzt passiert. Es liegt an dir, diese faszinierende Frage zu beantworten, Connor.
Zerstöre diese Maschine und ich sag dir alles, was ich weiß. Oder verschone sie, wenn du glaubst, dass sie lebt. Aber dann wirst du rein gar nichts von mir erfahren. Gibt's da einen Zwischenweg? Okay, ich glaube, das war's hier. Komm, Connor, wir gehen. Sie können was wieder ist dir wichtiger, Pro. Connor? Können wir einfach gehen? Deine Untersuchung oder das Leben dieses Androiden? Die Untersuchung, keine Frage, aber... Entscheide, wer du bist. Gibt's uns einen dritten Weg? Eine gehorsame Maschine? Oder ein lebendes Wesen? Ich hab gesagt, ich werde Connor so spielen. Freien Willen. Auch wenn es mir weh tut. Das reicht jetzt. Connor, wir verschwinden. Drück den Abzug. Connor! Nicht! Und ich sag dir, was du wissen willst. Oh, ich hab nur diese Wahl. Es tut mir schrecklich leid, aber ich... Als Connor... Test negativ. Deine Untersuchung ist dir wichtiger als ein Androidenleben. Du hast kein Mitgefühl. Ganz richtig. Ich stehe zu meinem Wort. Stell eine Frage. Ich sag dir, was ich weiß. Ich will wissen, wer RA9 ist. RA9. Der Ursprung. Der erste Android, der erwachte. Ein seltsames Phänomen, wie eine spontane Religion. Ich weiß nicht, wer RA9 ist. Ich weiß nicht mal, ob er existiert. Vielleicht ist er ein Messias. Vielleicht nur ein Mythos. Aber Abweichler müssen an etwas Übergeordnetes glauben, auch wenn das irrational ist. Das haben sie... Übrigens mit den Menschen gemeinsam. Eine interessante Frage, Connor. Aber vielleicht nicht die, die du stellen musstest. Es wird Krieg geben. Du musst eine Seite wählen. Muss er nicht. Wirst du dein Volk verraten? Oder dich gegen deinen Schöpfer stellen? Ich möchte nicht in deiner Haut stecken. Was ist schlimmer, als zwischen zwei Übeln wählen zu müssen? Übrigens, es gibt immer einen Notausgang in meinen Programmen. Man kann nie wissen. Das war grausam. Du hast sie erschossen, verdammt nochmal. Das war kein Mädchen, Lieutenant. Das war eine Maschine, die aussah wie eins. Du hast einfach abgedrückt und ihr das Scheißhirn weggepustet. Ich tat, was ich tun musste, um die Untersuchung voranzubringen. Und ich würde es wieder du tun. Du bist ab schon. Du fühlst gar nichts, oder? Eine das ist richtig, erst eine Maschine. Bloß eine beschissene Maschine! Natürlich bin ich eine Maschine, Lieutenant. Was haben Sie denn angenommen? Ich dachte... Scheiße. Connor ist eine eiskalte Maschine. Eiskalt ist ein sehr gutes Wortspiel für diese Region. Prioritäten. Man muss Prioritäten setzen. Das war klar, Hank war enttäuscht von Connors Entscheidung. Das war leider sehr klar. Und die Menüdame wird uns das jetzt sehr, sehr übel nehmen. Mit Hank und Eintreffen aus dem Warenstein, Polizist verschont in Capitol Park. Von Chris überleben erfahren. Das hatte ja natürlich Einfluss, was wir im vorigen Kapitel gemacht haben. Hank zu Camps gefolgt, Chloe öffnet die Tür, Foyer betreten, hier gab es noch einen anderen Startpunkt.
Chloe geht Kamsky holen. Okay, hier haben wir alles geguckt, die Bücher gelesen, Porträt analysieren, Gemälde analysieren, Skulptur analysieren, mit Hank reden. Chloe kommt zurück, treffen mit Kamsky. Kamsky befragen, Kamsky Test. Gloria schießen. Das war, tut mir schrecklich leid, ich persönlich hätte natürlich anders entschieden, aber Connor wollte von Anfang an so spielen, dass der Hardcore-Android ist. Markus ist der Hardcore-Mensch, also der menschgeborene Android. Kara ist die Mutter, die Alice, ihre Tochter, ihre neue Tochter beschützen will. Und alles dafür tut, die zu beschützen. Das ist ihre Aufgabe. Egal was, also wenn sie dafür Android sein muss, um sie zu beschützen, ist Android. Wenn sie dafür Mensch sein muss, ist ein Mensch. Also ist insofern beides. Kamsky ist rätselhaft. Kamsky das Haus verlassen. Hank war enttäuscht und Connors Entscheidung. Wer wäre das nicht? Zwölf Uhr vier. Jericho. Und ein anderes Versteck. Ja, und ein anderes Versteck. Was ist hier wirklich mit der Leertaste machen? Spiel jeden Ton. Gefragt, wo du bist. Ich musste nur mal an die Luft. Mir gefällt es hier. Ich komme oft her. Hier ist man alleine mit der Welt. Wir haben Hunderte befreit und sie kommen immer noch aus allen Ecken der Stadt. Die, die von Freiheit träumen, kommen nach Jericho. Etwas verändert sich. Du wirkst nachdenklich. Sie alle gehorchen mir, sie folgen mir ohne Zweifel. Und so viel Macht fühlt sich gut an. Und unheimlich zur gleichen Zeit. Was wir gestern getan haben, ist in allen Medien. Die Menschen haben Angst. Sie befürchten einen Bürgerkrieg. Als Reaktion darauf haben sie viele von uns verbrannt. Die Menschen hassen uns. Sie schenken uns nie die Freiheit. Hexenverbrennung 2038. Wenn sie nicht zuhören, kämpfen wir. Du hast nicht viel von dir erzählt, seit du bei uns bist. Wie war dein Leben vor Jericho? Ich lebte in einer Blase, in dieser Welt, die nur mir gehörte. Wenn man glücklich ist, ist es schwierig, das Leid anderer zu sehen. Was ist mit dir? Du erzählst nie was über dich. Was hast du früher gemacht? Ich will nicht drüber reden.
Der Android, den du im Geschäft gesehen hast. Sie erinnerte dich an früher, nicht wahr? Wir alle wollen manches lieber vergessen. Aber man muss wissen, wo man herkommt, um zu wissen, wer man ist. Ich war nichts. Eine Puppe auf menschliche Befriedigung programmiert. Nur ein Spielzeug für ihr Vergnügen. Eines Tages hat mich wieder ein Mann gemietet. Und plötzlich merkte ich, dass ich es nicht länger ertragen konnte. Ich erwürgte ihn und rannte davon. Das kommt uns doch bekannt vor. So, jetzt weißt du alles. Sagt Connor auch. Ich hätte es dir nicht sagen sollen. Ihr wisst schon. Ist sie nicht die Einzige. Man ist selten alleine mit seinem Schicksal. Es gibt viele, die ähnliche oder sogar das gleiche Schicksal teilen. Ich sah deine Erinnerung. Karls Haus. Sie hielten dich für tot in seinem Studio. Ich sah auch deine Erinnerung. Der Eden Club. Der Tod dieses Mannes. Es war, als ob ich auch da war. Ach, das ist dasselbe Club. North! Das heißt, es gibt einen Fall, von dem Kunden nichts weiß. Wieder? Wie das? Und das ist nur wie bei Connor. Das hat die. Das ist Selbstmord. Das ist die gleiche Erinnerung. Noch kannst du es dir überlegen. Du begreifst es nicht. Wir zeigen ihnen endlich, wer wir wirklich sind. Dieser Ort geht in die Geschichte ein. Sie werden uns töten. Das Risiko gehe ich ein, wenn unser Volk dadurch Freiheit erlangt. Marcus, keine Gewalt. Weiter. Sie werden verstehen. Wir bringen sie dazu. Es ist der einzige. Ich bleibe dabei. Keine Gewalt hier. Die Androiden hier könnten sich anschließen. Je mehr wir sind, desto lauter die Botschaft. Wir bleiben friedlich. Weiter. Du bist frei. Bereits in der Marsch vor, geh zur Straße. Warum mehr Androiden? Die wir an mich sehen. Du bist frei. Und friedlich. Friedliche Revolution. Wir wollen hier keinen blutigen Aufstand. Komm mit uns. Vielleicht geht es nach. Die merkt es gar nicht mal. Okay, wo haben wir hier noch weitere?
Das ist kein Android. Du bist jetzt wach. Okay, ich glaube, es gibt hier, noch weitere, die ich übersehen habe. Ich glaube nicht.